Ja, hallo Leute, Nikos Nivoy hier und ich kriege die Krise. Ich versuche seit 5 Stunden ein Minecraft-Let's Play aufzunehmen, beziehungsweise eher ein Announcement-Video zu einem Minecraft-Let's Play. Und jedes Mal, wenn ich Fraps stoppe, also die Aufnahme beende, löscht Fraps meine Aufnahme. Ich weiß nicht wieso, ich finde auf YouTube, auf Google, auf Schlag mich tot, keine Antwort zu diesem Problem. Und ich frage mich, wieso? Ich drücke F9 zum Recorden, bin im Spiel, laber meinen Scheiß ins Mikrofon, drücke F9 zum Stoppen des Recordings, gehe in den Ordner, sehe die Datei, kann sie nicht benutzen, weil Fraps.exe sie benutzt, warte eine Minute und sie verschwindet. Sie geht einfach weg. Sie ist weg. Spurlos verschwunden. Nicht im Papierkorb. Nirgendwo. Weg. Einfach nur weg. Und ich weiß nicht, wieso. Ja, wenn irgendeiner eine Ahnung hat, wieso das so ist, möge er mir doch bitte schreiben. Ich habe Fraps Original, bevor ihr fragt. Vorher habe ich die Testversion auch nochmal jetzt gerade probiert. Die funktioniert einwandfrei, 30 Sekunden, nimmt er auf, lässt er auch da, macht damit gar nichts. Und ja, es ist halt wirklich nur die Vollversion, die irgendwie rumspackt. Ich habe auch schon neu installiert und alles. Und jetzt habe ich hier einen im Grunde ziemlichen, gut, High-End nicht, aber High-PC und ich kann nicht aufnehmen. Das kotzt mich an. Das kotzt mich nicht nur an, das macht mich wütend. Wieso betone ich das T grad so? Toto. Egal. Gut, ich werde herausfinden, wieso das so ist. In der Zwischenzeit postet mir bitte, welches Texture Pack ich für meine neue Minecraft-Serie benutzen soll. Ich fange nämlich komplett neu an. Laptop ist gecrashed. Save-Datei ist weg. Bla bla bla. Wir wissen's. Hasst mich ruhig. Ist mir scheißegal. Ja, postet, welches Texture Pack ihr gerne in meinem Minecraft Let's Plays und mein Tutorial sehen wollt. Es wird jetzt auf jeden Fall jede Woche, sobald Fraps funktioniert natürlich, ein Let's Play geben. Einmal die Woche wird gegebenenfalls noch ein Livestream gemacht. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Ich wollte letzte Nacht schon einmachen, aber irgendwie habe ich verschlafen. Und ich bin immer noch müde, aber es ist 3 Uhr. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch auf baldiges HD-Content und ich versuche jetzt einfach Fraps irgendwie zum Laufen zu bekommen und hoffe, dass das geht. Ich wollte nämlich eigentlich noch ein Dead Island Let's Play anfangen oder ähnliches. Aber wenn Fraps nicht möchte, dann geht das Ganze nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Gut, wenn jemand eine Lösung hat, sagt sie mir bitte. Gerne gucke ich mir auch Alternativen an zu Fraps, solange diese funktionieren. Gerne auch, wenn sie weniger Speicherplatz benötigen als Fraps. Also 10 Minuten Video, 36 GB ist doch ein bisschen much. Ja, postet einfach, sagt mir, woran es liegen könnte. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald bei meinen neuen Let's Plays. Ciao, euer Nikos Nimboy.